das seht, seht ihr das Schloss Oberhofen. Dort geht's hin zum Schloss Oberhofen. Dort ist der Aufstieg und dann die Wechselzone Richtung Rennrad. 5, 4, 3, 2, 1. Gute Reise, guten Tag. Start zum Inferno Triathlon 2015. Los geht's. Sieht wunderschön aus. Startnummer 607 und mit der Startnummer 7, der erste Sieger Jan van Berkel und mit der 3 Felix Schumann, der Sieger aus dem Jahre 2013, zweiter 2014, Felix Schumann ist da und mit der Startnummer 1 Sami Hützler. Da kommt der Sami. 302 an Lars Erik. Letztes Jahr auch so in den Top 10 Plätzen waren. Also, die ersten Athleten im Singlefeld etablieren sich langsam wieder. Kleinen Rückstand auf der Schwimmstrecke, aber das wird sie nicht beunruhigen. Sie wird ihr Rennen durchziehen mit ihrer Erfahrung auf der Rennstrecke, Radrennstrecke, Mountainbike und der Berglauf. Sie hat die Konkurrenz vor Augen in die Single-Wechselzone. Da haben wir gerade frei. Hop, 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 hop!
Super! Das ist für Jan van Berkel, den Führenden des Interno-Triathlons.
und mit der 607 im Bodenbike als Dritte. Das sind die Titelverteidiger. Jan van Berkel auf dem Wechsel vom Rennrad. Aufs Mountainbike. Er hat seine Stärken ausgespielt. Schneller Schwimmer, schneller Radrennfahrer. Jetzt beginnt ein bisschen für ihn das Ungewisse. Mountainbike und dann der Berglauf. Er versucht natürlich möglichst viel Vorsprung herauszuarbeiten. Auf die Inferno Routiniers. Das ist ihm bis jetzt hervorragend gelungen. Und jetzt verlässt er die Wechselzone. Jan van Berkel, alles Gute auf dem Mountainbike. Wir haben gesehen, er hat ein spezielles Rad gewählt. Hinter Jan van gekommen. Sammy Hitzler. Der Vorjahressieger, er hat auch schon 2011 gewonnen. Er war schon zweimal Zweiter, 12 und 13. Also Sammy Hützler weiß, wie das hier funktioniert. Weiterhin viel Erfolg am Inferno Triathlon. Bike-Strecke. Weiterhin alles gut am Inferno. Unterstützen Sie Felix Schumann auf der Verfolgung der beiden Konkurrenten Sammy Hürzeler und Jan van Berkel. Begrüßen Sie bei mir. Sie ist die, die mir am meisten Sieg am Inferno aufzuweisen hat. Im ganzen Frauenfeld. Viermal konnte sie den Inferno bereits gewinnen. Und heute möchte sie die Hand voll machen. Letztes Jahr wurde sie Zweite, ebenfalls 13, zweimal Zweite wurde sie geschlagen. Dieses Jahr alles Gute auf der Bike-Strecke. Heute ist sie als zweite Frau hier im Rennen hinter Nina Brell, fremde Verfolgerin. Etwa 20 Minuten Rückstand auf Nina Brenn. Bonne chance sur le VTT! Yvonne Hütte! Noch einmal einen kräftigen Applaus für die zweite Frau!
ist gesagt worden, das Rennen fährt zu Mürren an. Kann ich mal herausfinden. Das hast du ja das hey, Jahr gesehen, so. Oder? Ah ja, hey! Schumann.
2013. Felicitations. Super. Und immer wieder mit dabei.